Kraft schöpfen. Im Quellwasser. Spreewaldtherme. Das Solebad in der Natur. Nach dem Pokalwochenende steht das nächste Ostderby für Krämers Mannschaft auf dem Plan. Zu Gast im Stadion der Freundschaft ist der Chemnitzer FC. Torsten Matuschka kommt zu seinem ersten Startelf-Einsatz in der Liga, da der Ex-Chemnitzer Ronny Gabuszewski mit Adduktorenproblemen ausfällt und sich wahrscheinlich ziemlich ärgert, dass er gegen die Ex-Kollegen nicht ran kann. Ansonsten lässt Krämer sein bisher also erfolgreiches Team unverändert. Nach der DFB-Pokal-Niederlage gegen Mainz 05, da wurden die Cottbuser Fans für ihre tolle Stimmung gelobt. Heute knüpfen sie direkt daran an. Auf der Gästebank übrigens ein alter Bekannter, Stürmer Martin Finin, der auch schon das Cottbuser Trikot trug, jetzt in Diensten des CFC. Mit einem Sieg würde Energie die Tabellenführung heute verteidigen. Chemnitz dagegen will den ersten Dreier der Saison holen. Mit Pressing geht es in die Partie. Energie kommt über Cengüye, der auf Mbala und der schickt Kaufmann, der setzt sich schön durch. Rechts geht in Richtung Grundlinie. Kevin Konrad ist zur Stelle und fängt die Flanke zur ersten Ecke der Partie ab. Die bringt Torsten Matuschka weit rein. Cengüye zuerst mit dem Kopf. Der Ball landet nochmal bei ihm mit dem Fuß. Abgewehrt, der geht übers Tor. Dass Schiedsrichter Benjamin Brandt sich heute hier nicht in die Herzen der Energiefans pfeifen wird, das zeichnet sich bereits in der 17. Minute ab. Torsten Matuschka mit einem schönen Pass hier auf Michel. Der zieht in den Strafraum und fällt. Der ein oder andere will da einen Strafstoß gesehen haben. Schiedsrichter Brandt lässt weiterlaufen. Die Fans verschaffen sich erstmals Luft. Sportlich geht's nur in eine Richtung, auf das Tor des CFC. Breitkreuz erobert sich hier den Ball schön zurück im gegnerischen Strafraum. Pass zurück auf Kaufmann! Oh je, der kann sich die Ecke aussuchen. Nicht platziert genug. Die Chance für den Neuzugang zur 1-0-Führung vertan. In der 25. Minute dann die Gäste mal im Energiestrafraum. Anton Fink spielt hier schnell auf Tim Danneberg. Cengüye klärt in höchster Not zur Ecke. Kurz darauf dann, aufgrund der tropischen Saunatemperaturen unten auf dem Rasen im Stadion der Freundschaft, gibt's von Schiedsrichter Brandt die erste von zwei Trinkpausen verordnet. Auf der linken Seite heute auch wieder Sven Michel mit viel Dampf unterwegs, macht da viele, viele Meter und ist meist wie hier nur durch einen Foul zu stoppen. Matuschka legt sich die Kugel zum Freistoß zurecht, spielt ihn auf den zweiten Pfosten. Da steht Kauko, goldrichtig, der Pfosten verhindert die Führung. Michel mit dem Nachschuss, der geht aber drüber. Noch vor der Halbzeit tritt Matuschka erneut einen Standard in den Strafraum. Mbala kommt nicht ran, Michel verpasst und dann ist es Chaka mit dem langen Ball auf Uwe Mörle. Der kann den nicht im Tor unterbringen. Trotz tropischer Temperaturen im Stadion der Freundschaft haben 7.371 Zuschauer den Weg ins Stadion gefunden, um ihr Team zu unterstützen. Und die Zuschauer sehen agilere Gäste aus der Kabine kommen, die trauen sich jetzt nach vorn. Wie hier mit Kevin Konrad und Marc Endres im schnellen Zusammenspiel. Der legt zurück auf Anton Fink, knapp drüber. Mit diesen schnellen, steilen Pässen, da hat er ja schon Bundesligist Mainz Energie Cottbus ein ums andere Mal in Bedrängnis gebracht. Nach einer Stunde ist es wieder Standardschütze Tusche, der den Ball auf Mbala bringt. Kunst im Kasten ist da, wildes Gestocher im Strafraum. Ohne Happy End, der Chemnitzer FC bleibt Sieger. In der 66. Minute dann Einigkeit auf den Rängen. Sowohl die Energiefans auf der Nordwand als auch die Fans aus Chemnitz mit den gleichen Spruchbändern. Die gedenken dem an Krebs erkrankten FCE-Anhänger Markus und sprechen ihm Mut zu. Schöne Geste. Das Spiel biegt in die Schlussviertelstunde ein. Da holt Chaka den quirligen Ofosu an der Strafraumgrenze von den Beinen. Manch ein anderer Schiri zeigt da auch gern mal rot für. Der fällige Freistoß, der ist dann einstudiert. Löning tippt den Ball an und veräppelt damit die Cottbuser Mauer. Auch Lück im Kasten überrascht zur 1-0-Führung für die Gäste. Danach das gleiche Bild, Energie, offensiv druckvoll, aber glücklos. Der für Kaufmann eingewechselte Busiane wird in der 83. Minute gefoult. Führt den Freistoß selbst aus, aber der eigene Mann klärt da. Die Schlussminuten dann hektisch. Energie wirft alles nach vorne. Michel hier mit der Flanke auf Holz. Kunz kommt raus und haut sich dazwischen. Danach wieder Schiedsrichter Benjamin Brandt im Fokus. In der Nachspielzeit. Erst wird Cengüye im Strafraum runtergedrückt. Dann ist es Busiane, der einen üblen Tritt von Ronny König abkriegt. Aber Schiri Brandt sieht da kein Foul. Er gibt den Einwurf.
Nach dem Einwurf behauptet Uwe Mörler an der Grundlinie den Ball. Kevin Konrad befördert ihn ins Aus. Schiri Brandt sieht es anders und gibt Abstoß. Zum Unverständnis der Cottbusser Spieler und Fans. Wie schon gegen Mainz will den Cottbussern heute einfach kein Tor gelingen. Den allerletzten Freistoß des Spiels tritt Hübener lang in den Strafraum. Lück ist vorn mit im Getümmel. Der Ball kommt zu Michel. Sein Nachschuss geht vorbei. Die letzte Chance des Spiels. Gutes Spiel, viele Chancen, doch Energie gelingt einfach kein Tor. Chemnitz feiert den ersten Saisonsieg und Energie muss am kommenden Samstag zu Fortuna Köln, die 2:4 bei Hansa Rostock verloren haben und derzeit Tabellen 18. sind.